Herzlich willkommen zum Online-Seminar Auraseen Basics. Es freut mich, dass du heute dabei bist und dass du eingeschaltet hast. Und vor allem freut es mich, dass dich dieses Thema interessiert. Das ist nämlich nichts Selbstverständliches. Auch wenn man glaubt, ja, es redet schon jeder über die Aura und jeder hat schon mal bei einem Heilpraktiker oder bei einem Energetiker eine Sitzung in Anspruch genommen, so ist doch die Beschäftigung mit der unsichtbaren Welt, und da zählt ja letzten Endes die Aura auch dazu, eine Seltenheit, beziehungsweise auch etwas, das seriös und klar ganz, ganz selten und meines Erachtens nach viel zu wenig noch praktiziert wird. Also erstmal cool, dass du da bist, und ich garantiere dir, ich werde dich in diesen drei Kursen, wenn du dabei bleibst, wenn du diese Übungen machst, so weit bringen, dass du das menschliche Energiefeld, die Aura, dann auch wahrnehmen kannst und dass du dann zumindest mal einen Eindruck von der feinstofflichen Welt erhältst. Also lass uns beginnen. Zuerst einmal, warum stehe ich hier und rede über das Energiefeld? Weil es reden genug Leute über das Energiefeld und wahrscheinlich auch Leute, die viel, viel spiritueller ausschauen und viel, viel erleuchteter ausschauen als ich. Also wieso arbeite ich mit dem, beziehungsweise wieso rede ich da mit dir? Kurz einmal zu meiner Biografie. Ich bin seit beinahe 20 Jahren selbstständig als Energetiker, als Astrologe in der energetischen Beratung tätig, sowohl für Unternehmen als auch für Einzelpersonen, und bin Kursleiter. Ich selber beschäftige mich schon, seit ich 18 Jahre alt bin oder eigentlich noch jünger. Also das Übersinnliche, Geister und so Geschichten haben mich schon immer interessiert. Also schon seit ich wahrscheinlich 14, 15 alt bin. Aber ernsthaft beschäftige ich mich jetzt seit fast 26, 27 Jahren mit dieser Materie, mit der Materie der feinstofflichen Ebenen, mit der Materie der Mystik, das ja verwoben ist. Und und wie gesagt, seit 20 Jahren bin ich selbstständig und das ist mein Broterwerb, dass ich quasi Menschen auf der energetischen Ebene berate, aber auch ausbilde, die Aura zu sehen. So wie wir heute diesen Kurs machen, und vielleicht kennen wir uns ja schon persönlich oder vielleicht lernen wir uns gerade virtuell kennen, deshalb stehe ich ja in diesem schwarzen Loch hier vor dir und nicht live in meinem Kursraum. Ausgelöst natürlich durch diese ganze Krise und diese ganzen Bedingungen, das mich auch dazu gebracht hat, da jetzt auch virtuell und online mehr zu tun. Gut, also das einmal zu meiner Person. Wie bin ich dazugekommen zu der ganzen Materie? Also durch ein persönliches Erlebnis bin ich zu dieser ganzen Geschichte gekommen. Und das Erlebnis würde jetzt den Rahmen dieses Kurses sprengen, werde ich vielleicht einmal wann anders darauf eingehen. Aber grundsätzlich ging es darum, dass ich die Erfahrung gemacht habe oder in meinem Inneren gespürt habe, es muss mehr geben, als ich mit meinen Augen sehen kann. Es muss da mehr geben. Es muss tiefer gehen. Und so hat meine persönliche Suche begonnen. Und das war eigentlich der ganze Witz bei der Sache. Das heißt, ich habe begonnen, etwas zu suchen, mehr als mein Auge sehen kann. Und das hat mich dann über verschiedenste Wege letzten Endes zu Chakren und Aura geführt. Und dieses Thema hat mich jetzt seit über 20 Jahren fasziniert und nicht mehr losgelassen. Und ich habe es von den verschiedensten Winkeln aus betrachtet. Das heißt, ich habe mir Hebräisch angeschaut, Kabbalah studiert, ich habe Astrologie studiert, ich habe natürlich auch die Chakrenlehre, die feinstofflichen Ebenen, mir auch von verschiedensten Ansichten von der Theosophie bis zum Yoga alles angeschaut und einfach mal auch gearbeitet damit. Und es fasziniert mich nach wie vor. Und in diesem Geist, in dieser Faszination stehe ich auch heute hier und möchte dir das jetzt einfach mal präsentieren. So, das jetzt mal ganz kurz zu meiner Person. Und jetzt stürzen wir uns gleich mal in die Ebene der Feinstofflichkeit. Und da ist das Wichtigste, dass es eigentlich zu verstehen geht, grundlegend einmal, dass es zwei Ebenen gibt. Das heißt, es gibt die innere Ebene, das, was du empfindest, das, was du denkst, könntest du so runterbrechen, vereinfacht gesagt. Und es gibt die äußere Ebene, das ist das, was ich sehen kann. Meinen Körper, die Gebäude rundherum,
die Kamera, in die ich gerade spreche, das ist konkret da. Das ist physisch manifest. Das ist die profane, die äußere Ebene. Und dann gibt es die feinstoffliche Ebene, das ist so dein Inneres. Also im Gegensatz zur grobstofflichen Ebene gibt es die feinstoffliche Ebene. Und die Annahme ist, dass sich diese beiden Ebenen bedingen. Das heißt, ich zeichne es jetzt nochmal auf, also es gibt so quasi das, was ich ganz grob sehen kann, den Körper, ja, der da ist, und dann gibt es die Annahme einer feinstofflichen Ebene. Das wäre dann wohl die Aura oder die Chakren, je nachdem, mit welchem Modell man sich das anschaut. Und das ist das, was wirkt. Ja? Und die Kunst ist es jetzt einfach beim Aura-Sehen, diese feinstoffliche Ebene wahrzunehmen. Und das muss man trainieren. Warum muss man es trainieren? Ist, denke ich, relativ klar, weil wir ja nur lernen, das Äußere, das Grobstoffliche zu sehen. Das heißt, wir lernen extrem, Dinge zu benennen, Dinge zu erforschen mit dem wissenschaftlichen, forschenden Geist, dieses Du, also das dem Ich gegenübersteht, also das bin ich, das bist du, also das lernen wir zu benennen, zu erforschen. Und da geht auch unsere ganze Aufmerksamkeit hin. Und das Spannende ist jetzt, wie komme ich aber auf diese feinstoffliche Ebene? Natürlich, was ist der einfachste Schritt einmal in das Feinstoffliche hinein? Das ist das, was ich sehen kann. Das heißt, ich muss da starten und das würde ich jedem ans Herz legen. Ich starte da mit dem, was du sehen kannst, das, was erscheint. Von da aus startest du in die feinstoffliche Welt. Du kannst nicht mit irgendeiner, oder es ist nicht sinnvoll, meines Erachtens nach, mit irgendeiner Theorie in die feinstoffliche Welt zu starten, wo du vielleicht gleich mit Erzengeln oder Karma oder solchen Geschichten anfängst, weil das zu luftig ist, zu ekstatisch ist und weil das ganz wenig konkreten Verknüpfungspunkt zu deinem Leben hat. Das heißt, mein Startpunkt, meine These ist immer, starte bei dem, was du sehen kannst, starte in dem Konkreten. Warum? Weil dann deine Beschäftigung auch messbarer wird. Zum Beispiel, wenn du sagst, okay, ich gebe jetzt meiner Unruhe eine Skala. Sagen wir mal, du bist ein bisschen aufgekratzt, unruhig, verwirrter Typ und du bist ein bisschen hibbelig und du grenzt das mal ein auf einer messbaren, für dich messbaren Skala. Sagen wir, von 1 bis 10 bist du bei 6 bei der Unruheskala. Und du beginnst jetzt zu meditieren. Du setzt dich hin, du schaust, dass du deinen Geist zur Ruhe bringst und auf einmal geht dieser Level von 6 auf deiner Skala vielleicht auf 3, halbiert sich für dich. Das heißt, du hast wahrnehmbar konkret einen Erfolg gehabt durch dein Meditieren, du hast dein Ziel konkret erreicht. Und das würde ich dir empfehlen. Das heißt, finde einmal einen Rahmen, dass du wirklich so dieses Feinstoffliche, also dass du von da aus startest, was du sehen kannst, was da ist. Und mit dem wollen wir heute starten. Das Einfachste, was da ist, ist dein Körper. Und nehmen wir mal an, rund um den Körper ist ein Energiefeld, ist die Ausstrahlung, ist die Aura. Ja? Die Aura ist übrigens eine Göttin der Morgenbrise, von der Mythologie her. Jetzt stell dir das mal vor, eine Morgenbrise. Das Licht, also des Tages, geht auf am Morgen, es wird langsam hell und ein Hauch von Wind weht herum. Also es ist etwas ganz Zartes. Etwas, das zwischen den Welten ist. Es ist noch nicht ganz hell, aber es ist auch nicht mehr ganz dunkel. Es ist etwas dazwischen. Das heißt, wir beschäftigen uns mit etwas dazwischen. Und wenn du den Gedanken mal setzen lässt, dann überleg dir mal, zwischen den Menschen, zwischen dir und jemand anderem ist etwas Feinstoffliches. Und da kann man natürlich ganz viel dann rein interpretieren und reinlesen auch und rauslesen auch. Das ist das, was ich mache in meiner Arbeit, beim Familienaufstellen zum Beispiel. Da schaue ich immer, was wirkt zwischen zwei Polen. Ja? Oder wenn Arbeitskollegen bei Firmenaufstellungen, wenn ich sowas mache, dass ich immer schaue, was wirkt zwischen einem Mitarbeiter und der Firma. Was sind da für Themen? Was ist da energetisch? Und das kann man halt eben dann interpretieren und auslesen. Das ist auch das, was ich mache in meiner Arbeit. Also was wirkt zwischen zwei Menschen? Was ist dazwischen? Was ist in diesem Zwischenraum?
Aber nicht nur zwischen zwei Menschen, sondern was wirkt jetzt zwischen dir und deinem Bewusstsein, wenn du jetzt mal sagst, der Körper ist mal eine Schicht, das ist etwas, gehen wir mal davon aus, das ist etwas Vergängliches, ja, das ist etwas, das sich entwickelt. Und Vergängliches entdeckt man immer daran, dass man sagt, es gibt Veränderungen. Wie im Gefühl, mal bist du glücklich, mal bist du traurig, das verändert sich. Das heißt, das Gefühl an sich kann nichts Ewiges sein, weil nach meiner Interpretation des Ewigen muss das Ewige statisch sein und kann nicht veränderlich sein. Also das kann sich nicht verändern. Das heißt, alles, was sich verändert, ist der Zeit, ist Raum und Zeit unterworfen. Ja? Und das Ewige ist jenseits von Raum und Zeit. Da haben wir noch einen Punkt. Das heißt, wir haben etwas Feines, etwas Feinstoffliches, etwas dazwischen ist. Und die nächste Definition ist also, es ist etwas jenseits von Raum und Zeit. Es ist etwas, das Ewige ist etwas jenseits von Raum und Zeit. Und wenn man dieses Dazwischen und jenseits von Raum und Zeit mal hernimmt und sich damit mal beschäftigt, dann kommt man schon ein bisschen so eine Ahnung, bekommt man so eine Ahnung von dieser feinstofflichen Ebene, von dieser Aura. Wenn du jetzt gerade einen Knoten im Hirn hast, dann pausiere einfach das Video und setz dich mal hin und lass diese Gedanken bitte nochmal einwirken. Also dieses Dazwischensein, dass etwas dazwischen ist, zwischen zwei Menschen, ja, und auch etwas jenseits von Raum und Zeit. Dann bist du mehr am Ewigen. Und um das alles zu konkretisieren und nochmal begreifbarer zu machen, gebe ich dir heute mal gleich eine Übung mit. Und die bitte mach, bis du dir den nächsten Teil von diesem Kurs anschaust, weil da bist du dann schon sehr gut dabei. Leg mal so deine Hände aufs Herz, auf die Brust und atme mal tief ein und wieder aus. Und ein und wieder aus. Und komm mal so weit zur Ruhe, dass du deinen Herzschlag spürst. Also komm so weit zur Ruhe, dass du deinen Herzschlag spürst. Und wenn du den dann spürst, dann bleib bei deinem Herzschlag und stell einfach mal dir die Frage, was lässt mein Herz schlagen? Welche Energie lässt mein Herz schlagen? Was lässt mein Herz schlagen? Und bleib bei dieser Frage. Dein Herzmuskel schlägt und bewegt sich. Und der bewegt sich abseits von deinem Bewusstsein. Und auch abseits von deinem Nervensystem. Geh über das hinaus, dass du sagst, ja, das ist die körperliche Funktion, ist ja klar. Sondern geh dahinter. Welche Energie lässt dein Herz schlagen? Und in diesem Bewusstsein, mit dem übst du mal. Und schau einfach mal, wie du dich fühlst. Und wenn du da das Gefühl hast, okay, da kommt eine Energie oder da ist etwas, was vielleicht nicht so ganz greifbar ist und das flutscht dir immer wieder weg, dann bist du schon nahe dran. Ein Tipp noch zu dieser Übung wäre, sag Danke. Das heißt, sei dankbar. Danke an die Energie, die mein Herz schlagen lässt. Bedank dich mal und vielleicht kommst du dann noch mehr drauf, dass du spüren kannst. Also was lässt dein Herz schlagen? Und mit dieser Energie werden wir mal arbeiten. Und in den nächsten Videos zeige ich dir dann, wie es weitergeht. Ich wünsche dir jetzt mal spannende Eindrücke mit dieser Übung, dass du gut dran bleibst.
Ich bin Oliver Ereni, medialer Energetiker und Astrologe aus dem schönen Linz. Und danke, dass du da gewesen bist. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Und ich bin gespannt auf deine Erfahrungen. Und wenn du eine Erfahrung hast, wenn du eine Frage hast auch, dann schreib mir einfach ein Mail, wenn du möchtest. Und ich beantworte das natürlich gerne. Und noch ein Tipp, es gibt auf YouTube schon weit über 100 Übungen und Meditationen, die dir dabei helfen können, mehr in dich zu kommen. Also einfach check mal meinen Kanal, Oliver Ereni, und vielleicht findest du da auch eine Übung für zwischendurch. Gut, wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss und eine gute Zeit.